So, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Hermann Frühstück, ich bin Landesumweltanwalt des Burgenlandes. Ich darf Sie recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz begrüßen. Ich begrüße in erster Linie neben mir den Herrn Landesrat Andreas Liegenfeld, der für Naturschutz, Wasserbau, Landwirtschaft, Güterwegebau und so weiter zuständig ist. Ich werde dann später sagen, warum ich das alles aufzähle. Der Herr Landesrat Bieler wäre auch vorgesehen gewesen für diese Pressekonferenz. Er hat heute in der Früh leider absagen müssen, wegen Krankheit. Ihn hat die Krankheit ereilt und er liegt im Bett und daher konnte er nicht hier sein. In seiner Vertretung ist Herr Diplom-Ingenieur Gerhard Gebhardt als Mitarbeiter von der Burgenländischen Baudirektion anwesend und er wird da ein kurzes Statement abgeben. Begrüße den Herrn Dr. Klaus Michalek, Geschäftsführer des Naturschutzbundes Burgenland und dann eine Reihe von Personen, die hier am Fenster sitzen und die hier beteiligt waren bei der Erstellung dieses Handbuches, in erster Linie den Herrn Hofrat Dr. Paul Wajkowicz als von der Abteilung 5 Naturschutz, Hauptreferat Naturschutz, der Herr Magister Anton Koh, Referatsleiter Naturschutz in der Abteilung 5, der Herr Diplom-Ingenieur Duscher, vom Geschäftsführer vom Landesjagdverband und der Herr Dr. Thomas Zechmeister von der Biologischen Station, ein kleiner Teil all jener, die mitgewirkt haben bei der Erstellung dieses Handbuches und zuletzt natürlich den wichtigsten Mann in dieser Angelegenheit, den Herrn Diplom-Ingenieur Gerhard Schlögl, der dieses Handbuch erstellt hat. Es geht also um dieses Handbuch, das da auch von innen liegt. Warum dieses Handbuch zur Pflege von Begleitgrün? Ufervegetation, Straßenböschungen, Gräben, Wegränder, Hecken sind wichtige und wertvolle Elemente unserer Kulturlandschaft. Mancherorts sind diese Elemente sogar die einzigen naturnahen Strukturelemente in der Landschaft. Diese Elemente gehören aber auch betreut, gepflegt und erhalten. Die Art und Weise der Pflege führt aber immer wieder zu Diskussionen bezüglich rechtlicher und fachlicher Meinungen. Mitunter wird die Pflege nicht bzw. nicht ausreichend durchgeführt oder im Gegenteil übertrieben. Sie wäre in dem Ausmaße gar nicht notwendig. Und da möchte ich Ihnen ein paar Bilder kurz zeigen, wie es eigentlich etwas übertrieben ist, wenn die Technik soweit ist. Ja, das ist also ein Bachlauf, ein eher natürlicher Bachlauf. Da ist vor kurzem Pflege durchgeführt worden, unter Anführungszeichen. So, das nächste bitte. Und das ist also bei Weitem übertrieben, ist nicht notwendig und ist auch aus ökologischen Gründen nicht vertretbar. Das dritte, ja, drittes haben wir auch noch, da sieht man das also, wie das eigentlich nicht sein sollte. Gerade unzureichende oder übertrieben und zu gut gemeinte Pflege führt dann letztendlich zu Beschwerden, zu Konflikten, Anzeigen und letztendlich sogar zu Bestrafungen. Und wir bekommen sehr oft diese Meldungen, Beschwerden und die Bilder, die ich Ihnen gezeigt habe, stammen auch von so einer Beschwerde. Damit im Endeffekt möglichst keine Missverständnisse und unnötige Auseinandersetzungen zwischen dem rechtlich Notwendigen und dem fachlich Wünschenswerten entstehen und Hilfestellung für jene, die die Pflege durchführen, gegeben werden können. Aus dem Grund haben wir uns entschlossen, dieses Handbuch herauszugeben. Das heißt, wir, die Abteilung 5 beim Amt der Burgenländischen Landesregierung Naturschutz, der Naturschutzbund Burgenland und die Umweltanwaltschaft Burgenland haben also dieses Handbuch, diesen Leitfaden zu arbeiten
in Auftrag gegeben und herausgegeben, aber mit sehr, sehr kräftiger Unterstützung durch die zuständigen Regierungsmitglieder, in erster Linie eben Landesrat Liegenfeld, der eben für Naturschutz, Wasserbau, Güterwege, Landwirtschaft zuständig ist, aber auch Landesrat Bieler, der für den Straßenbau zuständig ist, auch Landeshauptmannstellvertreter Steindl, der für Gemeinden zuständig ist, von dem haben wir auch entsprechende Unterstützung bekommen und schlussendlich auch vom Herrn Landeshauptmann Niesl. Und in Zusammenarbeit mit den zuständigen Abteilungen des Landes und den in der Praxis befassten Institutionen und Organisationen ist das entstanden, ein Gemeinschaftswerk, wo also nicht nur die Theoretiker, sondern auch die Praxis, die Praktiker daran gearbeitet haben. Und da bin ich also sehr froh drüber. Nun liegt dieses Werk vor uns und es soll der Öffentlichkeit vorgestellt werden und es soll hoffentlich vielfach und gut verwendet werden. Was dieses Buch, dieses Handbuch enthält, Herr Diplom-Ingenieur Schlegel, wir bitten, das uns kurz vorstellen. Okay, herzlichen Dank. Ich hatte die ehrenvolle und interessante Aufgabe, dieses Handbuch zu koordinieren. Das heißt, die inhaltlichen, fachlichen Inputs sind von den vielen Expertinnen und Experten in der Landesregierung. Warte ein bisschen. Inhaltlichen Inputs sind von den vielen Expertinnen und Experten in der Landesregierung, von verschiedensten Abteilungen, aber auch von Organisationen außerhalb der Landesregierung eingebracht worden. Und meine Aufgabe war es, diese vielfältigen Interessen abzustimmen und zu einem gemeinsamen Handbuch zusammenzuführen. Worum geht es eigentlich inhaltlich? Hermann Frühstück hat es angeschnitten. Es geht um Begleitstreifen an Straßen, um Begleitstreifen an Gewässern, aber auch um Feldgehölze, um Windschutzanlagen, aber auch um Bäume, die an Straßen und den öffentlichen Grünflächen stehen, Obstbäume, Kopfbäume. Könnte man meinen, das sind nur schmale Streifen, aber wenn man sich die Längenausdehnungen anschaut, ist da doch einiges wirklich dahinter. Allein vom Gewässernetz, das im Burgenland ca. 2500 Kilometer umfasst, sind ungefähr 1000 Kilometer reguliert und diese 1000 Kilometer werden mehr oder weniger intensiv und regelmäßig gepflegt. Und wie diese Pflege ausschaut, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ebenso bei den Landesstraßen, vielen Güterwegen im Burgenland, wo natürlich die Bankette rechts und links, aber auch die Gräben und die Böschungen regelmäßig gepflegt werden. Und hier ging es darum, wie kann diese Pflege organisiert werden. Dass Pflege notwendig ist, darin herrscht Einigkeit zwischen den verschiedensten Interessen und Fachstellen. Und obwohl die Streifen so schmal sind, gibt es wirklich vielfältigste Interessen. Ich habe da nur einige kurz hervorgehoben. Naturschutz wurde bereits erwähnt, die wichtige Funktion dieser Begleitstreifen als Wanderkorridore, als Vernetzungsstreifen für Biotope. Natürlich auch wichtig aus Sicht des Wege- und Straßenbaus, weil diese Böschungen und Gräben auch technische Anlagen sind, gepflegt werden müssen und auch die Kosten der Pflegearbeit natürlich ein wichtiger Faktor sind, wo es natürlich darum geht, diese Kosten möglichst niedrig zu halten. Aber auch wenn es um Hochwasserschutz geht von Seiten des Wasserbaus, gibt es bestimmte Ansprüche, das Abflussprofil der Gewässer möglichst frei zu halten, damit das Wasser fließen kann. Aus Naturschutzsicht wäre es natürlich interessant, den Bewuchs möglichst naturnah zu halten. Auch die Landwirtschaft hat verschiedenste Zugänge. Einerseits sind diese Streifen Wanderkorridore für Nützlinge, aber möglicherweise auch für Schädlinge. Das heißt, sehr viele kontroverse Blickwinkel und Sichtweisen, auch aus jagdlicher Sicht, sind diese vielfältigen Streifen wichtig als Rückzugsräume für Tiere, aber auch auf der anderen Seite gefährdend für Unfälle mit dem Straßenverkehr. Auch von Seiten der Gemeinden gibt es verschiedene Zugänge. Einerseits können Wegränder blühende Streifen sein, andererseits verursachen sie aber auch Kosten durch die notwendigen Pflegemaßnahmen. Ziel dieser Arbeitsgruppe war es, diese konträren Ansätze zu gemeinsamen Lösungen zusammenzuführen. Und dafür hat wirklich eine sehr große Gruppe intensiv zusammengearbeitet. Es waren ca. 50 Personen, die sich regelmäßig an Workshops und Gesprächen beteiligt haben. Von mehreren Abteilungen
im Amt der Landesregierung vom Agrarrecht über Gütewege, Agrar- und Forsttechnik, Naturschutz, die biologische Station Neusiedlersee, Straßenbauabteilung, die Bau- und Betriebsdienstleistungszentren Nord und Süd, aber auch Wasserwirtschaft, Flussbau, öffentliches Wassergut, haben intensiv mitgearbeitet, darüber hinaus auch die Wildbach- und Lawinenverbauung, die im Ministerium angesiedelt ist, weiters Gemeindebund, Gemeindevertreterverband, Städtebund, die Landwirtschaftskammer, der Landesjagdverband, Maschinenring-Service Burgenland, auch von der Pflegepraxis her und der Naturschutzbund Burgenland. Und meine Aufgabe war es wirklich, diese Experten aus den verschiedensten Bereichen zu koordinieren und die Inhalte so zusammenzufassen, dass wirklich ein gemeinsames Handbuch entstehen kann. Und dieses ist entstanden. Und ich möchte nur anhand von drei kurzen Beispielen erläutern, wie ein möglicher Konsens bei zum Teil unterschiedlichen Interessenskonflikten aussehen kann. Ein Beispiel, Wiesenstreifen an Gewässern. Aus Sicht des Wasserbaus ist es, wie gesagt, erforderlich, möglichst kostengünstig zu pflegen und den Abfluss zu gewährleisten. Aus Naturschutzsicht ist es angestrebt, eine möglichst naturnahe Vegetation zu erhalten. Ein Konsens, ein Kompromiss, der im Rahmen dieser Gespräche erzielt wurde und auch als Empfehlung in diesem Handbuch drinnen steht, dass bei der ersten Pflege, beim ersten Pflegedurchgang der krautigen Bereiche ein Streifen ganz nah am Gewässer nicht gemäht wird, nicht gepflegt wird. Dies dient dann als Rückzugsraum für Tiere, für viele Tierarten und dass dieser gewässernahe Streifen erst beim zweiten Pflegedurchgang mitbearbeitet wird. Das bringt Vorteile für die Natur durch den Rückzugsraum, der länger erhalten bleibt und spart auch Pflegekosten, weil dadurch der Pflegeaufwand beim ersten Durchgang verringert wird. Ein zweites Beispiel, die Gehölzpflege an Gewässern. Der Hermann Frühstück hat einige Beispiele gebracht, wo diese Pflege nicht ganz optimal durchgeführt wurde. Hier ist ein Beispiel, wo sie aus Sicht des Naturschutzes und auch des Wasserbaus gut durchgeführt wurde, nämlich, dass bei der Gehölzpflege die Gehölze, die wirklich sehr nah am Gewässer stehen und den Abfluss behindern würden, entfernt werden, aber die Gehölze, die etwas weiter weg sind, stehen bleiben. Das hat auch Vorteile für das Wild, für jagdliche Interessen, aber auch Vorteile aus Naturschutzsicht, weil dadurch die Beschattung auf das Gewässer gewährleistet bleibt und das einen sehr positiven Auswirkung auch auf die Gewässergüte hat. Ein drittes Beispiel, Pflege am Straßenrand. Auch hier unterschiedliche Interessen aus Naturschutzsicht, aus straßenbaulicher Sicht. Das Thema Verkehrssicherheit spielt hier natürlich eine wichtige Rolle und eine Lösungsmöglichkeit, die hier gefunden werden, dass die Bankette, die direkt an die Straßen und Wege anschließen, intensiv gepflegt, gemäht, gemulcht werden, weil hier hat Verkehrssicherheit eindeutig höchste Priorität. Auch dort, wo Kreuzungsbereiche, Leitpflöcke sichtbar bleiben müssen, wird intensiv und häufig gepflegt, aber zum Beispiel Böschungsbereiche, die für die Verkehrssicherheit nicht diesen hohen Stellenwert haben, sollen seltener gemäht werden, das erste Mal vielleicht erst ab Juni, damit die dort wachsenden Pflanzen aussamen können und eine entsprechende Vielfalt an Pflanzen sich dort entwickeln kann. Alle diese Maßnahmen wurden, wie gesagt, gemeinsam von Vertretern der verschiedenen Interessensgruppen erarbeitet und abgestimmt. Das Handbuch erhält auch noch weitere Praxistipps für die Pflege von Feldgehölzen und Windschutzgürtel, auch für die zum Beispiel Mistelentfernung bei Straßenbäumen, auch für die Pflege von Kopfbäumen, die in einigen Landschaftsteilen sehr charakteristische Bestände bilden, aber auch Tipps für den Umgang mit Neophyten. Das sind Pflanzen, die bei uns nicht heimisch sind, aber zum Teil sich sehr stark verbreiten und zum Teil auch Schädigungen an Gewässern, an Böschungen hervorrufen, wie der Staudenknöterich, das drüsige Springkraut, das hochallergene Ragweed oder auch die kanadische Goldruten. Und das Handbuch enthält auch noch sehr viele Kontaktdaten zu den Landesstellen, zu den beteiligten Organisationen und mit weiterführenden Informationen. Schließlich soll das Handbuch wirklich auch in der Praxis verwendet werden. Das heißt, es wird natürlich verteilt an die 14 mitwirkenden Abteilungen und Organisationen, an die Interessensvertretungen, aber auch an alle 171 Gemeinden, weil Gemeinden oft Auftraggeber für Pflegemaßnahmen sind.
und es steht auch als Download auf der Homepage des Landes Burgenland zur Verfügung und kann auf Wunsch auch gerne von der Landesumweltanwaltschaft zugesandt werden. Und das Ziel ist, dass das Handbuch wirklich im Wirkungsbereich dieser Organisationen angewendet wird, dass die darin enthaltenen Beispiele wirklich auch in der Praxis dann umgesetzt werden. Soweit ein kurzer Abriss über die Inhalte dieses Handbuchs. Ich danke für Ihr Interesse an dem Thema und darf wieder zurückgeben an den Landesumweltanwalt. So, danke, Herr Diplom-Ingenieur Schlögl. Und ich bitte nun Herrn Landesrat Liegenfeld um ein Statement zu diesem. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Landesumweltanwalt, werte Expertinnen und Experten, dieses Handbuch für naturnahe Pflege von Begleitgrün war für die burgenländische Landesregierung ein sehr wichtiger Beitrag, dass wir uns gegenseitig vernetzen. Es gibt hier sehr viele Interessen, es gibt sehr viele Institutionen, es gibt sehr viele Abteilungen, die für sich gewisse Praktiken angewendet haben. Wir haben in Auftrag gegeben, Kollege Bieler und meine Wenigkeit, dass wir hier uns vernetzen, damit wir wirklich ein praxisnahes Handbuch hier erstellen, das wir den verschiedenen Institutionen auch zukommen lassen wollen. Diese Vernetzung ist eine sehr wichtige, weil sie, wie Sie schon in den Ausführungen gehört haben, hier sehr viele Themenbereiche angesprochen werden. Für mich ist es sehr wichtig natürlich im Bereich des Naturschutzes, dass wir hier im Burgenland diesen hohen Stellenwert, den wir uns in den letzten Jahrzehnten erarbeitet haben, weiterentwickeln. Das ist ein kleiner Mosaikstein für das Land Burgenland. 33% der gesamten Landesfläche stehen unter einem gewissen Schutzstatus. Das ist ein sehr hoher Schutzstatus und wir wollen hier uns dementsprechend auch weiterentwickeln. Und diese schmalen Streifen, um die es hier geht, haben eine breite Wirkung, auch eine breite Wirkung nach außen, weil die Wahrnehmbarkeit bei diesen Straßenrändern natürlich eine sehr große ist, sowohl im touristischen Bereich als auch natürlich für die Bevölkerung hier im Burgenland. Dementsprechend ist es uns sehr wichtig, dass wir hier einige Parameter, einige Beispiele hier einwirken lassen. Und mir ist es sehr wichtig, dass wir dieses Handbuch denjenigen Personen aushändigen, die das permanent bearbeiten. Das sind großteils die Gemeinden, die das in Auftrag geben. Das sind die verschiedenen Fachabteilungen, die das in Auftrag geben. Ob das jetzt die Abteilung 8 oder 9 ist, in Kooperation mit der Abteilung Hauptreferat Naturschutz. Also wirklich eine große Anzahl, aber natürlich wird das auch an privaten Firmen immer wieder vergeben, diese Pflegemaßnahmen, ob das jetzt der Maschinenring ist oder eben private Firmen. Und hier haben diese Firmen endlich ein Handbuch, wie man hier vorgehen kann, wie sich das Burgenland, das offizielle Burgenland eigentlich hier vorstellen kann. Und ich bin sehr dankbar, dass wir in diesem Fachbuch auch Good Practice Beispiele hier abgebildet haben und natürlich auch Bad Practice Beispiele, wie es nicht gemacht wird. Es ist natürlich hin und wieder ein Spannungsfeld mit dem gesamten Hochwasserschutz. Hier haben wir gewisse Vorgaben an Durchflussmengen. Auf der anderen Seite hätten wir gerne auch eine gewisse Beschattung und eine gewisse Biodiversität, die wir hier in den verschiedenen Bereichen haben. Auch in der Landwirtschaft ist es mir sehr wichtig, diese Möglichkeiten hier herauszuarbeiten. Hier denke ich vorwiegend an den Erosionsschutz. Hier sind nicht immer die besten Möglichkeiten ausgeschöpft worden in den letzten Jahren, vorwiegend in den mittleren und südlichen Landesteilen des Burgenlandes, haben wir hier manchmal auch Probleme mit Erosionsschutz, wo gesamte Straßenzüge überschwemmt werden und wertvoller Humus von unseren Feldern eigentlich abgetragen werden. Hier wollen wir auch mit der Landwirtschaftskammer, mit den dementsprechenden Landwirten gut zusammenarbeiten. Also
Dieses Buch ist das erste Werk, wo wir wirklich diese Kooperation in den Vordergrund stellen, wo wir hier die verschiedenen Institutionen zusammengeholt haben, und ich bedanke mich bei den verschiedenen Institutionen und vorwiegend beim Landesumweltanwalt Magister Frühstück, der das hier federführend begleitet hat, natürlich auch mit dem Naturschutzbund Burgenland, wo wir hier wichtige Persönlichkeiten, wichtige Institutionen auf einen Tisch gebracht haben, und der Diplom-Ingenieur Schlögl hat das hervorragend aufgearbeitet, damit wir hier für die nächsten Jahre, Jahrzehnte gemeinsam eine naturnahe Pflege von verschiedenen Begleitgrünen hier durchführen können. Dankeschön. Danke, Herr Landesrat, für die Ausführungen. Und nun in Vertretung des Herrn Landesrat Bieler, Herr Diplom-Ingenieur Gebhardt, bitte schön. Danke sehr, einen wunderschönen guten Tag auch meinerseits. Ja, seitens der Bau- und Betriebsdienstleistungszentren oder der betrieblichen und baulichen Instandhaltung darf ich mich zunächst mal bedanken, dass wir eingeladen wurden, an diesem Handbuch mitzuarbeiten. Für uns als operative Kräfte stellt das Handbuch für naturnahe Grünpflege einen wichtigen Leitfaden in unserer tagtäglichen Arbeit dar. Ich darf uns vielleicht kurz vorstellen, wir sind Teil der Baudirektion, wir sind ein Kompetenzzentrum für Dienstleistungen, verfügen über etwa 600 Mitarbeiter, die im Bereich Landesstraßenbau, Güterwegebau und aber auch Wasserbau operativ tätig sind. Die Kernaufgaben sind natürlich die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, sowie, wir haben es ja schon vielfach gehört, die Gewährleistung der Hochwassersicherheit, aber auch die Erreichung oder Erreichbarkeit von landwirtschaftlich genutzten Flächen oder Siedlungen, sowie natürlich auch im Bereich des Tourismus, also die Pflege von Radwegen etwa. Ein wesentlicher Aspekt bei unserer Tätigkeit ist natürlich der Bereich Mäharbeit bzw. Holzschnittarbeit. Hier zur Gewährleistung der Sicht, also der Freihaltung von Lichtraumprofil zum Beispiel oder das Hintanhalten von Verklausungsgefahr bei Hochwasser. Wir kommen hier einer Verpflichtung nach, also ich möchte nur kurz auf das burgenländische Landesstraßengesetz verweisen, das uns zu diesen Tätigkeiten verpflichtet. Ich darf vielleicht noch ein paar Zahlen ins Spiel bringen. Wir sind verantwortlich für etwa 3600 Fahrstreifenkilometer an Landesstraßen. Wir pflegen in etwa 3500 Kilometer Güterwege, mitunter auch Radwege, und zusätzlich noch 1000 Kilometer Regulierungsstrecke an Gewässern. Jedes Jahr werden unsererseits rund 5 Millionen Euro für die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bzw. neue Verkehrssicherheitsmaßnahmen investiert, etwa Umbauten von Unfallhäufungsstellen oder etwa Pflege, wie wir es eben schon gehört haben. Wir sind natürlich auch an innovativen Projekten beteiligt, wie etwa das Anbringen von den blauen Wildwarnreflektoren, die, wie wir heute wissen, sehr effektiv sind. Zudem, es wurde ja schon erwähnt, haben auch wir natürlich ein neues Problemgebiet zu bearbeiten, nämlich die Neophyten. Das sind Pflanzen, die aus dem Ausland zu uns einwandern, also hier allen voran das Ragweed, eine Pflanze, die sich besonders an Wegesrändern und auch an Landesstraßen ausbreitet. Diese Pflanze bedingt besondere Mähzyklen und besondere Anstrengungen, damit wir sie einigermaßen eindämmen können. Wir alle wissen, glaube ich, um das allergene Potenzial dieser Pflanze. Ja, ich darf mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Diplom-Ingenieur Gebhardt, für die Ausführungen und vor allem, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind für den Herrn Landesrat Bieler, der krank geworden ist. So, und jetzt möchte ich den Herrn Dr. Klaus Michalek, Geschäftsführer des Naturschutzbundes, bitten, dass er kurz zu diesem Handbuch Stellung bezieht. Sehr geehrter Herr Landesrat, sehr geehrte Damen und Herren, Lebensraumelemente in der Kulturlandschaft sind Zentren der Artenvielfalt, aber auch wichtige Trittsteinbiotope, auf denen Tiere von einem Biotop zum anderen gelangen können. Damit ist ein Austausch von Individuen
möglich und es kann zu keiner genetischen Verarmung von Populationen kommen. Das ist der wissenschaftliche Hintergrund von dieser Broschüre. Wir leben in einer Kulturlandschaft, wo auch eine Pflege dieser Lebensraumelemente unbedingt notwendig ist. Der Naturschutzbund Burgenland wurde vor einem Jahr mit der Einreichung und mit der finanziellen Abwicklung dieser Fachgrundlage für Pflegemaßnahmen betraut. Ich bedanke mich als Projektträger bei den Landesräten Liegenfeld und Bieler, dass sie die Finanzierung der Broschüre ermöglicht haben und auch unterstützen. Der Fördersatz war 75% von der EU, 15% vom Bund und 10% von der burgenländischen Landesregierung. Gesamtkosten sind 27.960 Euro. Bei Hermann Frühstück bedanke ich mich für seine koordinierende Tätigkeit im Rahmen des Projektes durch seine Kontakte zu den einzelnen Abteilungen auf der burgenländischen Landesregierung. Und vor allem bei Gerhard Schlögl möchte ich mich für die Umsetzung des Projektes bedanken. Und ich bin überzeugt, dass diese Empfehlungen von den einzelnen Abteilungen der burgenländischen Landesregierung und vor allem von den Gemeinden in Zukunft vorbildlich umgesetzt werden. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir werden schon bald draußen in der Natur die ersten Erfolge feststellen. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Michalek. Wir haben also schon gehört, die ganz wichtige und großartige ökologische Bedeutung und Funktion der Wegränder, Straßenböschungen, Uferbegleitvegetation, dass sie als Wanderkorridore dienen, dass sie der Vernetzung dienen von Lebensräumen, dass sie wichtige Rückzugsgebiete sind für Pflanzen und Tierarten, dass sie Strukturelemente in unserer Landschaft darstellen, in unserer vielfältigen Naturlandschaft. Der Herr Landesrat hat gerade auf die Wichtigkeit im Hinblick auf den Tourismus hingewiesen, die schöne Naturlandschaft, die hier zu erhalten ist, dass die Biodiversität gefördert wird, die Vielfalt der Arten und die Vielfalt der Lebensräume. Und diese naturnahe Pflege dieser Strukturen ist dem Naturschutz ein großes Anliegen, aber es muss in Einklang mit den wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen geschehen. Und dazu eben dieses Handbuch. Es sind im Grunde genommen alle Abteilungen, die hier mitgearbeitet haben, vom Gesetz, vom Recht her verpflichtet, die ökologischen Grundsätze umzusetzen. Es wird halt von der einen Seite so gesehen, von der anderen etwas ein bisschen anders und von den dritten wieder anders. Und was mich freut ist, und der Herr Landesrat hat schon darauf hingewiesen, es ist schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es gelungen ist, wirklich alle Abteilungen, alle Organisationen, alle Institutionen, die eben mit dieser Pflege zu tun haben, die für die Erhaltung dieser Strukturelemente was beitragen, an einen Tisch zu bringen und gemeinsam in einem Dreivierteljahr zu erarbeiten, einen Leitfaden zu erarbeiten, der hier vorliegt. Und das ist das Großartige und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich dafür bedanken. Und es zeigt, dass es einfach möglich ist, dass man dass vielfältige Interessensgruppen zusammenarbeiten können, wenn sie das wollen und wenn sie sich gemeinsam dafür aussprechen. Ich möchte die Abteilungen nicht alle wieder erwähnen, sie sind schon gesagt worden, Sie finden es auch in den Unterlagen, die da im Pressetext Ihnen zur Verfügung gestellt worden sind. Es sind viele Informationen, Pflegetipps, Kontaktdaten drinnen, wie eben schon gehört, es ist auch digital auf der Homepage des Landes dieses Handbuch zu finden und eben in gedruckter Form wird es von uns weitergegeben werden. Ich darf mich noch einmal bei allen, die hier mitgewirkt haben, sehr, sehr herzlich bedanken. Bei Ihnen, den Vertretern der Medien, möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind und die Bitte anschließen, dass Sie mit Ihren Möglichkeiten helfen, die Verbreitung dieser Inhalte,
dieses Handbuches mitzuwirken. Es ist eine sehr wertvolle mediale Hilfe, die Sie da leisten, und dafür möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Wir können Ihnen auch, wenn Sie es wollen, den Text, den Pressetext in der Pressemappe, denen ist auch mit USB-Stick zur Verfügung stehen, in digitaler Art und Weise. Falls Sie das wollen, können Sie das nachher von uns bekommen. Das Handbuch können Sie gerne auch mitnehmen und eben auch noch weiterhin drin blättern und nachschauen, was da alles drinnen steht. Herzlichen Dank allen Beteiligten, der Spitze Herrn Landesrat Liegenfeld, dem Herrn Landesrat Bieler bitte den Dank ausrichten, Herr Diplom-Ingenieur und allen anderen, Abteilung 5 Naturschutz, Naturschutzbund und den verschiedensten Abteilungen für diese gute Zusammenarbeit.